Mit einer Gruppe von wagemutigen Männern, Frauen und auch Kindern brechen wir auf nach Slowenien an die Soča zum Wildwassertraining mit Tim von Current Raft. Er wird uns 2 Tage lang begleiten, uns alle sicherheitsrelevanten Hinweise zum Wildwasser geben und wir werden gemeinsam diese 2 Tage lang unterschiedlich schwierige Streckenabschnitte der Soča befahren und natürlich auch kentern. Zuerst zu Übungszwecken und dann, weil es halt passiert. Kommt mit auf eine wunderschöne Reise und auf ein Happy End am Lagerfeuer. Dr. Outdoor. Wir sind angekommen, es geht los! Jacki, ich hab was für dich mitgebracht. Mimimi-Pforte! Okay, los geht's! Packraft-Training. Tim von Current Raft. Yeah! Dr. Outdoor! Over and out! Panik! Ja, letzte Worte vor der Tour. Robert, sag was zur Lage der Nation! Ja, mir fällt nichts ein. Habe ich schon erwähnt, dass es gut ist, dass die Boote nicht so schwer sind, aber es ist trotzdem weit. Hey! Das ist Tim! Er weiß nicht, was er tut. Zumindest nicht mit uns. Es wird schon alles. Ihr habt ja schon fleißig geübt. Ja, aber immer mit schlechtem Ausgang oder manchmal. Naja, deswegen bin ich ja da, um euch das jetzt zu zeigen, wie man mit gutem Ausgang hat. Wir haben so Glück mit dem Wasserstand. Für August ist das ein Traum. Das wird werden. Stimmt. Ohne Worte. Mir ist heiß. Ja. Boah, schön kalt. Kalt. Was sagen wir dazu? Nee. So, reinlegen. Was wir auch haben, dank des ziemlichen Unwetters vor 2 Wochen, wir haben noch für August super Wasserstände. Also, ja, wir haben echt Glück. Es ist traumhaft schön. Obere Soča, Kuretnica. Wunderbar. Wir wollen heute vor allem sicher am Fluss sein. Ja, deswegen werden wir auch relativ viel üben, was Sicherheit betrifft. Wir werden den nassen Wiedereinstieg üben. Wir werden mit dem Wurfsack üben. Wir werden üben, wie man im Wildwasser schwimmt. Natürlich werden wir Paddeltechnik machen und auch ganz wichtig, Kehrwasser anfahren. Ja? Auch immer gut zu wissen für den Paddler, wir haben derzeit hier 15 Kubik, ja? Ist Niedrigwasser. Dennoch 15 Kubik die Sekunde heißt, das hat Kraft. Das sind ja, im Grunde 15 PKWs, die hier die Sekunde den Fluss runtergehen. Also, wir wollen das nie unterschätzen. Wichtig! Ich schaue mir jetzt die ersten 2 Kilometer euch so ein bisschen an. Ich bin der Erste, der vorfährt. Ihr fahrt hinter mir her. Fragen dazu? No. Na, super. Aber der ist jetzt gering. Nee, was? Nein. Wunderbar, dann geben wir jetzt noch mal ein bisschen Druck auf unsere Boote, ziehen unsere Helme auf und wir treffen uns mit unseren aufgeblasenen Booten hier vorne in diesem schönen, ruhigen Kehrwasserbereich hinter dem Felsen. Jetzt geht's los. Ab jetzt mal Kamera aus. Inga, top. Erstes Stück ist geschafft. Jawohl. Geht noch nicht einmal. Achtung. Zack. Ja, schön.
Spitze. Darauf achten auch mal beim Paddel, dass das Paddel nicht fest in beiden Händen ist. Immer wieder stoppt Tim mit uns im Kehrwasser und gibt uns wertvolle Tipps. Paddel locker halten, nicht zu verkrampft sein, wie man auch wirklich die richtigen Schläge ausübt, wie man sich stabilisiert, wie man in einer kritischen Situation doch nicht kentert. Und dann geht's wieder weiter. Wunderschöne, ruhige Abschnitte und dann wieder knackige mit Strömung und Felsen. Wir lernen jedenfalls so einiges hier auf dieser sogenannten Hausfrauenstrecke. Warum sie wohl so heißt? Naja, morgen wird es jedenfalls wilder, aber hier kommen wir mal in den Genuss von ersten richtigen Wildwasser und wir kriegen ein viel besseres Gefühl fürs Boot. Man glaubt es nicht, aber das ist richtig anstrengend. Und dann genießt man wieder die wunderschöne Natur hier an der Socha. Wir haben es geschafft. Das können nicht alle machen. Das ist der Einstieg in die Friedhofsstrecke. Die machen wir nicht mehr. Oh ja. Und jetzt heißt es Bier holen. Jetzt erstmal aufgehen. Ja gut, zuerst mal ein Taxi finden. Ja, Dr. Outdoor Spezial hier. Dr. Outdoor, fix und fertig. Ja, andere sind schon fertig mit dem Packen. Ich bin schlau, ich weiß, dass das Shuttle-Bunny noch Zeit braucht. Kindergrill. Erwachsenengrill. Ich hoffe, das ist der Daily Show. Hier, blasen ganz locker. Brauchst du mal nicht, das kommt dir von alleine. Ja. Hallo, Kai. Super. Cool. Meine Buben wurden dankenswerterweise von Survival ganztages bespaßt. Morgen werden sie aber mitkommen und auch ihre Lektion lernen. Also bleibt dran, es geht dann weiter mit Kinder, Wildwasser und dann extrem Wildwasser. Oh, yes. Marshmallow! Marshmallow. Kost das einmal. Also die Konsistenz ist schon mal gut. Nein.
Nein! Dr. Outdoor, over and out! Dr. Outdoor, over and out! Wir haben's überlebt, morgen geht's weiter.